Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu im Spore. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier und haben hier diesen Mond auf T3 gebracht tatsächlich. Und wir hatten uns nochmal ein bisschen mehr Geld dazu verdient. So, Leute. Wir wollten, glaube ich, beim letzten Mal erwähnt, dass wir hier noch ein paar Plaketten haben wollten. Na, Moment, was? Es gibt ja eine viel, viel... Genau, die wollte ich nämlich noch haben. Interstellar Antrieb 4, Leute. Da geht diese Folge doch direkt mal gut los, weil den würde ich mir nämlich direkt gerne kaufen. So, hi. Interstellar Antrieb 4, hast du den? Nein, aber du kaufst das rote Gewürz, das ist schon mal gut. Den Interstellar Antrieb 4, den hätte ich ganz gerne. Vielleicht haben die den ja. So, Interstellar Antrieb 4 kaufen. Genau, wir wollten uns nochmal nach ein paar Plaketten umschauen. Den haben sie. Sehr, sehr gut. Ja, da lachst du uns wieder aus, ne? So, die sind auf 83. Mach mal ein Geschenk. Ja, ist okay. Ja, lach uns aus. Ist in Ordnung. Oh Mann, oh Mann. Okay, gut, Leute. Genau, wir wollten uns... Ach, der hier, okay. Wir wollten uns ja nochmal nach ein paar Plaketten umschauen, ne? Das Hullreich. Und wir wollten uns einen Autoblaster kaufen. Genau, Leute. Aber den brauchen wir, glaube ich, von unserem Heimatplaneten, weil die anderen Aliens den nicht haben. So. Den Autoblaster, bitte. Wo ist der Autoblaster? Mini-Autoblaster. Warum verkauft ihr nur die Miniaturversion davon, Mensch? Achso, ich muss mich noch aufladen. So, Leute. Ich möchte nicht die Mini-Version. Oh, schaut mal den Radius an jetzt. Das ist doch mal mega geil. So, Leute. Dann würde ich ganz gerne mal gucken. Nein, 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 nein. Hier. Meine Sammlungen. Plaketten. So, was haben wir denn hier? Leibwächter. Verteidige 10 Freunde, um die Leibwächter 3 Plakette zu erhalten. Wir sind hier auch schon kurz vor dem letzten, schaltet frei Mega-Laser. Aha. Kapitänsplakette. Reinigungskraft. So, Sammler. Sammle 20 Artefakte. Ja gut, nee. Laufbursche. Ich brauche, ach du Heilige, ich brauche einen Interstellarantrieb 5. Und nochmal durch 700 Sternsysteme fliegen, um Gottes Willen. Aber mehr gibt es hier irgendwie nicht. Ne? Also ich, das hier ist als nächstes, erober 5 Planeten. Dann mache ich das doch. Dann führen wir nochmal ein bisschen... Das geht auch? Okay, krass. Dann erobern wir halt noch einen Planeten. Ja, warum eigentlich nicht? Am besten hier in diese Richtung mal nach vorne gehen. Hier so, zack. Wir können jetzt nämlich viel weiter reisen mit unserem Interstellarantrieb. Das ist richtig genial. So, wenn wir jetzt hier reinfliegen, kontaktiert uns bestimmt irgendeiner. So, was ist das hier? Das ist wieder irgendwas... Ja, da sind seltene Objekte, aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht scharf drauf. Ich habe genug Geld. Ich möchte noch einen Planeten ausrotten. Da, Leute. Wie seid ihr drauf? Ah, okay, die sind höflich, okay. Das ist Wubreich. Hi. Meine Güte, du hast uns erschreckt. Man muss eine Spezies doch vorwarnen, wenn man einen Erstkontakt herstellen will. Könnte doch sein, dass das ganze Wubreich einem Ohnmachtsanfall erliegt. Die sehen ja geil aus. Ich komme in Frieden. Ach du Heilige. Okay. Der lacht uns wieder aus. Nein, Mission möchte ich eher nicht. Geschenk, 100.000. Oh, nein, stopp. Bündnis. Ja, hi. Bündnis. Jawohl. Muhahaha. So, Leute. Sehr schön. Wir haben ein Bündnis mit denen. Schon mal gut. Was wollte ich denn? Genau, ich wollte Krieg führen eigentlich, ne? Das ist jetzt halt... Gibt's hier gar niemanden? Krass. Hier gibt's gar keinen. Die sind alleine? Okay.
Na da. Hoffentlich sind die mal aggressiv hier. Gelb. Oh, die haben zwei. Das Knallsreich. Das ist der Brunnen der Natur. Och, die sehen aber nett aus. Mit denen möchte ich keinen Krieg führen. Diplomatie, Geschenk, 100.000. So, nochmal Geschenk. 100.000. Hi. Oh nein, wartet. Ich möchte nochmal ganz kurz handeln hier. Vielleicht habt ihr ja irgendwas Interessantes für mich hier. Oh, könnt ihr sogar hier das hier kaufen. So. Ja, die sind geil, Leute. Die sind geil. Wie geil. Plakette Eroberer 2. Ja gut. Nee, Leute, ich muss zurück nach Hause, wie wir gesehen haben. Ah, da war noch einer, ne? Da ist noch einer. Die Arbeiter auf dem... sind überarbeitet. Was? Okay. Das sind Orangen, ne? Das sind auch wieder gelbe. Würgelbürg. Die sind auch geil. Die sind auch geil. So, was haben wir denn hier für welche? Schaut euch die mal an. Komm schon. Krass. Ja gut, dann machen wir hier Geschenk. So, alles klar. Das Kolonie braucht eine Beschäftigung an ihrem freien Tag. Okay, dann gehe ich mal da zurück. Ja, gut, ich meine... dann muss ich da nochmal zurück, ganz kurz. So, eine Sekunde. Dann gehen wir hier. So, Kapitän, wir sind ernsthaft überarbeitet. Wir brauchen einen Ort, wo wir nach langen Tagen der Gewürzherstellung auch mal ein Spielchen machen können. Wir fordern eine schnellstmögliche Investition in den Bau neuer Unterhaltungsgebäude. Okay. Ja gut, dann mache ich das mal, ne? Aber das war ja der Planet, den wir gekauft hatten. Da habe ich mich natürlich nicht um die Städte gekümmert. Ja, ja, das ist... So, welcher ist es denn überhaupt? Welche ist es denn? Die ist es nicht. Oh, die hier. Oh ja. Definitiv, Leute. Gut. Da habe ich sie doch gefunden. Das war's. Mehr ist es nicht. Sehr, sehr gut, Leute. Ah. Danke fürs Kommen. Ohne dich wäre das alles der reinste Albtraum. Wir wissen deine Hilfe wirklich zu schätzen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, ich brauche allerdings noch den großen Autoblaster, ne, wenn ich ins Zentrum der Galaxis will. Weil das kommt ja auch noch irgendwann. Eroberer 2, genau. Ich wollte eigentlich noch einmal Krieg führen. Allerdings war das anscheinend die falsche Richtung. Okay, ich verstehe. Gut, Heimatplanet. Lad uns mal bitte auf. Und ansonsten habt ihr nichts, ne? Antimaterie-Rakete. Antimaterie-Bombe. Nee, Leute. Nee, nee, ich habe ja schon eine Megabombe. So, das Zentrum der Galaxis. Ich frage mich gerade, wo ich noch hin kann. Da vielleicht, ne? Vielleicht da hinten hin. Da gibt es vielleicht noch ein paar Sachen hier. Oder was? Moment, vielleicht hier. Stopp. Hier, 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 hier. So, vielleicht gibt es ja hier hinten noch irgendeine Rasse. Ja, das sind unsere neuen Verbündeten gewesen, ne? So. Da sind welche. Sehr, sehr gut. So, dann flieg mal dahin. Genau, zack. Sind auch gelbe. Warum ist denn hier niemand aggressiv, Mann? Froschreich. Willkommen, liebe Mitlebensform. Ist das nicht schön? Freude am Dasein des anderen zu haben? Was ist das denn? Oh Mann. Ja gut, okay. Gut, dann geben wir dir mal ein Geschenk. So, Diplomatie. Erzähl mir von deiner Philosophie. Ja gut, okay. ja gut. Die sind aber auch nicht gerade aggressiv gewesen. Mensch, Mensch, Mensch. Ich muss doch hier irgendwo Krieg führen können. Die sind auch gelb. Das gibt's ja wohl nicht. Da will man mal eine Bombe schmeißen und dann darf man's nicht. Flattermannreich. Wir grüßen dich im Namen der Vernunft.
Die Lehrsitze unter Überbeobachtung, Experimente und harte empirische Fakten finden bei jedem Vorhaben des Flattermann-Reichs Anwendung. Die sehen ganz okay aus, also so wie wir. Gut. Cool, Leute. Den gebe ich auch mal ein Geschenk. Gut, aufladen und weg. Ja, und weg. So, ich brauche noch einen. Verdammt nochmal, ich brauche doch irgendeinen hier, der aggressiv ist. Ja, na endlich. Sehr gut. Na endlich. So, das Apox-Reich. Misstrauen frei. Wenn du Spodes Wort nicht annimmst, gibt es keinen gemeinsamen Weg in Harmonie. Rufe deinen Jet zurück, bevor ich ihn in Stücke reiße. Ja, du bist sowieso aggro, ne? Wir sind immer in Alarmbereitschaft, um Spodes Volk vor Ungläubigen zu beschützen. Ich spüre deine gewisse Anspannung, aber machen wir mal weiter. Gut, Leute, wir haben mal wieder einen Heimatplaneten. So, dann Krieg führen. Für die Eroberer 3 Plakette. Und hier, weg damit. So, Leute. Wenn der aufmuckt, zack. Jawohl, wieder schön Krieg führen hier. Affert habe ich das vermisst. Einmal schön die Raketen draufschmeißen. Oh, der hat hier die Enterprise. Ja, geil, ja, dann weg damit. Weg damit. Zack. So, was will er? 307. Zack. Spode befiehlt uns, alle Ungläubigen zu vernichten. Aber jetzt herrscht Krieg. Ja, das können wir gerne haben. Oh, Moment mal, da ist ja noch einer. Ja, dann, zwei Raketen drauf. Und dann sind die schon kaputt. So, Leute. Alles klar, dann... Dann hat er hier noch ein paar Städte, Leute. Alles klar, cool. Ja, die Türme, die sind mir sowas von egal gerade. So. Oh nein. Das Schiff von meinem Verbündeten ist wieder kaputt. Die halten aber auch nichts aus, ne? Die Schiffe von dem Verbündeten. Das ist irgendwie doof. Naja, gut. Egal, einfach drauf bomben hier. So. Und kaputt machen. Direkt wegmachen. Und putz. Wer will da wieder was von mir, hä? Der da, okay, ja. Möchte gern Enterprise. Weg damit. Sehr gut, Leute. So, wir bomben hier die nächste Stadt. So. Zack. 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 Weg damit. Gib mir die Kriegsbeute. 46.000 Spore-Dollar. Vergiss es. Krieg ist die billigere Alternative. Was will der noch Kohle von mir haben? Vergiss es. So. Nächste Stadt. So. Butz. 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 Hör auf, dich zu bewegen. Und bam. Weg damit. Und noch ein Schiff hier. Weg damit. Die Schiffe sind so schwach von den Aliens. Das ist unfassbar, Leute. Gut, dann fliegen wir weiter zur nächsten Stadt. So, Bomben. Zack, 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 zack. Und Kriegsbeute. Sehr gut. Nächste Stadt, bitte. Ja, wie gesagt, also schön abwechslungsreich wollen wir es halten, weil wir wollen ja auch nicht nur in Frieden leben, ne? Und zwar, sondern auch schön ja mit Krieg anfangen. So, dann würde ich mal sagen, bomben wir noch die drei Städte weg. Und da muss ich auch mal gleich mal ganz kurz ein Licht anmachen hier drin. Es ist nämlich schon ziemlich dunkel hier. So, Kriegsbeute 47.000. Saugut. Weiter geht's. Die Waffen sind einfach so episch stark, ne? Das ist unglaublich. Ja, zack, zack, zack. Batz. So. Kriegsbeute mitnehmen. Und die letzte Stadt platt machen hier. Da hat er sogar noch ein Schiff. Ja gut, dann mach es kaputt. So, weg damit. Sehr, sehr gut. So. Alles klar, die Türme sind mir egal. Ja, dann. Dann würde ich mal sagen, Leute. Und weg damit.
Und das ist weg. So, wir haben die Eroberer 2 Plakette. Sehr schön. Wir haben die Eroberer 2 Plakette. Oh mein Gott. So, alles klar. Und ich möchte nur die Kriegsbeute haben, bitte. So. Sehr schön. Jetzt könnten wir den zwar besiegen, aber das ist zu weit weg. Eroberer 3. Nee. Mach das weg, komm. Das brauche ich nicht mehr. So. Megalaser. Megalaser. Den könnte ich eigentlich schon noch gebrauchen. Aber gut. Ja, wo kriegen wir denn jetzt noch am besten Plaketten her? Entdecke ein Geschichtsbuchplaneten. Okay. Fülle 20 Ökosysteme. Beginne 6 Kriege. Oh. Ja gut, okay, dann würde ich mal sagen, setten wir mal noch einen Krieg an hier. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ich bin schon so weit weg von zu Hause, ne? Im nächsten Sternenhaufen hier, so. Da ist noch jemand. Ich brauche noch eine Plakette hier. Auch gelbe. Ja gut, gelbe ist okay. Gelbe sind okay. So, das Demetriusreich. Faszinierende außerirdische Lebensform. Wie nennt man dich? Ich höre zur Sprache. Frosch schwert sich, komm in Frieden. Vernünftig drüber nachdenken. Ah ja, okay. Ah, die sind ja ganz okay. Ne? Gut, dann verkaufe ich das hier einfach für ja, 378.000. Und... ja, ansonsten brauche ich eigentlich nichts mehr von euch hier. So, Trockenzeitgenerator. Nee, ich brauche sonst nichts mehr. Gib denen mal ein Geschenk. 100.000. So, lebe wohl. Ah, Reißender 3. Geil. Oh mein Gott. Die vorletzte Plakette. Glückwunsch, du hast dir den überaus exklusiven Titel Ultimatives Wesen verdient. Oh mein Gott. Eine Plakette noch. Mehr ist es wirklich nicht. Oh mein Gott, dann können wir auch wirklich schon... dann können wir wirklich schon ins Zentrum der Galaxis aufbrechen. Oh mein Gott. Die haben 2 Planeten. Geil. Ja gut, wir misstrauen Fremden. Ja dann. Das Gulganreich ist ein vernünftiges Volk. Ja, ihr sagt immer das Gleiche. So seht ihr also aus. Ja, das kannst du versuchen. Das ist kein Problem. So, Leute. Oh, ja, ja, der hat viele Städte hier. Okay. Ja gut. Dann würde ich sagen, Bombe. Drauf da, los. Zack. Die nächste Plakette. Und putz. So, was willst du? Tausende Blumen. Ja, ist okay. Gib mir das. So, Leute, wo sind deine Schiffe? Die sind im Anflug, und zwar da vorne. Meine Raketen sind stärker. Da ist noch einer. Ja, ihr mit euren Minikanonen. Eine kurze Pause. So, ja, da bin ich wieder. habe ich meinen Alarm ausgemacht? Ja, habe ich, okay. Sehr gut. Ja, meine Frau war kurz da, deshalb. Okay, wir waren hier Krieg am Führen. Alles klar, dann würde ich mal sagen, der will hier nach wie vor einer aufs Maul. Okay, das können wir gerne bewerkstelligen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir dem nochmal kurz dem seine... Moment, ich guck mal gerade. Ja, dem seine Stadt hier kaputt. So, weg damit. Ihr seid so eine komische Rasse, wirklich. Botz. Ey. Botz, habe ich gesagt. So. Sehr, sehr gut, Leute. Alles klar, dann würde ich mal sagen, machen wir mal weiter. So. Wir brauchen wirklich nicht mehr viele Plaketten jetzt, ne? Es könnte sein, dass es wirklich in der nächsten Folge schon das Ende von Spore gibt, Leute. Meine Güte. So, weg damit. Botz. So, hier das, genau. Gib mir das. 42.000 Spore-Dollar. Dann werde ich mal wieder nach... Oioioi, das hört man aber nicht gerne. Die verstehen es einfach nicht. Die verstehen es einfach nicht. Absolut nicht. Und die haben auch wieder mein Auto geklaut. Warum klaut ihr immer mein Auto? Was ist das denn? Was ist das denn? Ein Augenbaum. Bitte was? Okuvental. Ein Augenbaum, oh mein Gott. Das ist aber ein bisschen scary hier, ja. Gut, Leute, egal. Wir machen den Planeten jetzt kaputt. Ein für alle Mal hier. So.
Zack. Was sind das eigentlich für Geräusche? Zack. Weg damit. Gib mir die Kriegsbeute da. 42.700. So. 300. Ach du Heilige, die kapieren's nicht. Die kapieren's einfach nicht. Naja, gut. Ja. Gut. Dann zack, 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 zack. Botz. Weg damit, Leute. So. Alles klar, dann würde ich mal sagen, weiter Krieg führen hier los. Die Türme sind mir egal. Ich habe genug Energie. So, zack. Und botz. Weg damit. Sehr, sehr schön, Leute. Wir werden reicher und reicher, wie ihr merkt, ne? Wir haben wirklich nicht mehr viel. Da fehlt wirklich nicht mehr viel. Gut. Ja, zack, 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 zack. Und mach noch einmal zack. Deine Taktik war überraschend effektiv. Wir bieten unsere Kapitulation an. Nein, von deiner Zerstörung habe ich wesentlich mehr. Des Gulganreiches. Was sind denn das für Leute? Das Gulganreich. Gut, den haben wir vernichtet. hier der andere. Der hat noch mehr Planeten. Oh. Wir sind jetzt im Krieg. Ja, ja. Ich weiß es doch. Mensch. Der hat noch einen anderen Planeten. Krass. Ja, dann. dann würde ich mal sagen, machen wir den auch noch kaputt. Ja, komm, mach die Stadt einfach kaputt. Ich habe jetzt keine Lust auf das Scharmützel hier mit den Flugzeugen. Mach die Stadt einfach kaputt. Die geht ja easy kaputt hier. So. Weg damit. Das Gulganreich wurde zerstört. Ach nein, schaut mal hier ein Raumschiff von denen. Naja, gut. Alles klar, das Gurgelreich haben wir platt gemacht, Leute. was brauche ich denn noch für den Megalaser? Ich möchte nämlich ganz gerne mein Raumschiff nochmal weiter hier upgraden. Und, ja. Ah, hier der hat noch... Der hat noch einen Planeten hier. Sehr, sehr cool. So, Leute. Flattermannreich. Hallo. Kann ich von euch irgendwas kaufen? Ja, du kannst es mal voll machen. Okay. 61. Ja, das ist auch schon mal gut. Ansonsten hat der nichts, worauf ich scharf bin. Okay, Leute. Welche Plaketten können wir noch leicht kriegen? Die Diplomatplakette sogar. Ja gut, dann würde ich sagen... Machen wir einfach mal eine Mission, für die kommt. Einfach mal so zur Abwechslung. Mission. Ich nehme dein Angebot an. Okay. Bring uns ein Fledermausetier vom Planeten Men. Men. Naja, gut. Leute, wo ist das? Ah, hier. Direkt daneben. Ja, gut. Okay. Das ist ja easy. Das geht ja wirklich schnell. Oh. Der hat noch nicht geladen, der Planet. Okay. Das ist ja eine schnell gemachte Mission hier. Was? Hier ist aber nichts. Hallo? Fledermausi. Hier ist nichts. Verdammt nochmal. Ja dann. Hier vorne, oder was? Ah, hier. Fledermausi. Geil. So, Fledermausi, Leute. Oh! Das ist tatsächlich die Fledermaus. Geil. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir die Mission fertig. Umti. Sehr interessant. Gut, das war ja easy. Das war ja eine easy Mission. Alles klar, dann... Hi. Sehr schön. Wir können ein Bündnis vereinbaren. Zack. Jawoll. So, wir haben die nächste Plakette. Super Glücksstrahl. Das ist klar, das geht schnell. Viel Flieger. Ja, gut, das Interstellarantrieb 5. Goldesel, 10 Millionen Spore-Dollar. Das könnten wir hinkriegen. Das könnten wir tatsächlich hinkriegen mit der nächsten, ja, komm, dann... Oh, da hinten ist sogar noch jemand. Wer ist denn da? Hallo? Was bist du für einer? Du bist sogar ein Agro-Typ. Ja, okay. Das Aschonas-Reich.
Halte nur dein Plädoyer, warum du weiterhin existieren solltest. Rufe deinen Jet zurück, bevor ich ihn ins Stücke reiße. Ein Roboter. Okay. Gut, dann machen wir die nochmal kaputt. Ja, Leute, das ich wollte eigentlich zurück, aber da sich jetzt hier doch spontan einen Krieg anbietet, würde ich sagen, machen wir das mal hier. Geile Mucke, aber ich muss euch leider kaputt machen. So. Oh, warum hält das Ding so viel aus? Sagt mal. Das Ding hält aber viel aus. Putz. Direkt weg. Was willst du? Wir werden unser neues Waffensystem auf seinem Planeten testen. Ja, ja. Das könnt ihr ja versuchen. So. Mach den kaputt. So. So. Mach die ganzen Schiffe hier kaputt. Das hier noch. Dann das hier noch. Und das war's. Da will noch einer Stress machen. Da will einer Stress. Ja gut, dann hier. Och. Planeten Barbier. Von deiner Kolonie? Oh mein Gott. Feindliche UFOs überfallen den Planeten Barbier? Ja super, das ist jetzt aber kein gutes Timing, Leute. Wirklich nicht. Ich muss doch mal hier. Verdammt, ich muss nach Hause. Oh Mann. Mensch, Leute, das ist jetzt aber auch blöd. Blödes Timing von euch, wirklich. So, ja gut, dann muss ich einfach mal ab nach Hause hier. Wer will denn hier Stress? Wer will denn hier Stress? Leute. Feindliche UFOs überfallen diesen Planeten. Die Diebe plündern. Danke fürs Kommen. Ja gut. Bin ich jetzt umsonst nach Hause geflogen? Ja super. Das waren Piraten. Okay. Das waren nämlich graue Schiffe, die ich da gesehen habe. Aber ich möchte ganz gerne vor diesem Folgenende hier. Ah. Was ist mit meinem Spiel los hier? Verdammt. Hallo? So Leute, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Spore. ja, das Spiel ist abgestürzt. Ey, das ist unglaublich, Leute. Ich hatte beim letzten Mal noch kurz was aufgenommen. Und zwar, wir haben hier noch die Entdeckerplakette bekommen. Hier, diese Entdeckerplakette. Und haben da Terra Plateus und die Terra Schlucht freigeschaltet. Und wir waren gerade dabei, tatsächlich hier unsere 10 Millionen zu verdienen. Ich habe nichts weiter gemacht als ja, Gewürz verkauft. Und da würde ich mal sagen, gucken wir mal, ob wir hier noch kurz die 2,3 Millionen, die da jetzt noch fehlen, ob wir die noch irgendwie herkriegen. Und wenn ja, wäre das cool. Wenn nicht, blöd. So, Marderreich, was, wie sieht es denn bei dir aus? 37.000, das wollte ich sehen. Das wollte ich sehen. So, noch 1,2 Millionen, Leute. Ich muss nur noch das blaue Gewürz irgendwie sehr irgendwie gut verkaufen. Und natürlich das grüne wieder, da ich jetzt auf meinen eigenen Planeten geflogen bin. So, Raumschiff Langschwanz. Nein, okay. Weil wenn ich die 10 Millionen Spore-Dollar habe, Leute, kriegen wir die geile Plakette. Die Goldesel 5 Plakette, ja. Das wird verdammt witzig. Ach, meine Uhr klingelt gleich wieder. Aber das machen wir noch eben schnell. Ja, kommt. Noch genau 1 Million Spore-Dollar, Leute. Ja, das ist also. Ich versuche jetzt gerade nur noch hier das blaue Gewürz irgendwie loszuwerden. Und dann würde ich sagen, haben wir es auch schon. Also unsere Reise ist nicht mehr weit. Ihr seht, es ist nicht mehr lange. Es ist wirklich jetzt nicht mehr viel. Vielleicht schaffen wir es wirklich in der nächsten Folge, das Spiel zu beenden. Wer weiß. Ja, komm, macht hier. So, meine Uhr klingelt da. Das ist aber in Ordnung. 500.000 noch. Euer Ernst, Leute? Gut, dann merke ich mir mal diesen Planeten. Der ist direkt hier neben dem, alles klar. Gut, weil das sind nämlich nochmal 18. Gut, dann fliegt er nochmal hin und verkauft er nochmal. Und, ja. Genau, 17.000, jawohl, hier, weg damit. So, noch 170.000. Ich glaube, das schaffen wir sogar noch. So, dann machen wir das Pinke.
18.000. Wir schaffen die 10 Millionen, Leute. Wir schaffen die 10 Millionen tatsächlich, Leute. Ich bin begeistert. Okay, cool. Genau. Ja, wir haben's. Wir haben die Goldesel 5 Plakette. Sehr gut. Und ihr seht, es ist wirklich jetzt nicht mehr viel. Wir brauchen nur noch 21 Plakettenpunkte. Oh Gott. 21 Plakettenpunkte. Alles klar, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen, Leute, beende ich hiermit die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz des Absturzes. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch, ja, noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.